Es ist ein Hoffnungsanker, den wir aktuell an den Märkten sehen. Zumindest mal noch nicht die totale Aufgabe beim DAX. Zumindest sieht das noch einigermaßen okay aus. Warum sieht das einigermaßen okay aus? Wir sehen das hier im Stundenchart. Klar, wir sind nicht mehr auf dem höchsten Niveau hier von den Allzeithochs, die wir ja jüngst hatten, hier bei 14.800, also 14.800 circa. Aber wir sehen, dass die Abwärtsseite eben noch nicht wirklich dynamisch ist. Und das gibt Hoffnung, dass der Kurs eben doch noch ein bisschen weiter steigen kann. Ich halte hier Hopfen und Malz noch nicht für verloren. So, das Ganze trifft nicht nur auf den DAX zu, können wir auf den Dow zugucken, denn der guckt genauso nach oben. Aktuell hier im Stundenchart sehen wir das Schub nach oben. Jawohl, das sieht ganz hübsch aus hier im Minutenchart. Das ist nicht für jedermanns Sache. Das ist für die, die Intraday ganz knapp mit dabei sein wollen. Trotz alledem eben scharfe Bewegung hoch. Das lässt zumindest mal hoffen, dass die Blue Chips, also die Standardwerte, dass die ganz gute Voraussetzungen nach oben haben. Vielleicht war es das ja hier auch schon. Kann man an der Stelle jetzt long gehen? Ja, long gehen kann man da auf jeden Fall, aber mit welcher Erwartungshaltung? Das ist so ein bisschen die Sache. Ich muss gestehen, ich bin da noch nicht super glücklich, wenn ich mir hier überlegen soll, eine Long-Position zu eröffnen, die dann idealerweise ja so weit laufen soll wie die. Weiß ich nicht. Der Rücksetzer, mal gucken, wie tief er war. Das ist für mich immer so ein bisschen ein Indiziengeber. Naja, ich mache es mal ein bisschen größer, dann sieht man es besser. Bis zu 38er sind wir nicht ganz vorgestoßen. Es ist schon denkbar, dass das hier ein wunderbarer Trigger ist für die Long-Seite. Aber wir dürfen nicht vergessen, eigentlich ist der Markt generell ja schon länger in der Aufwärtsrichtung. Das heißt, dass das die erste ist, dann hier die zweite und danach nochmal die gleiche nach oben kommt. Das ist eben tatsächlich ein Wagnis. Nach oben sieht es aktuell aus. Solange die Dynamik nicht mal wieder nach unten drehen, ist alles in Ordnung. Vorsichtig allerdings, das ist in den letzten Tagen häufiger schon mal passiert. Wir sehen, wie nervös der Markt ist. Zugegeben hier im Minutenchart, aber Schub mal eben runter. Auch hier, zack, mal eben nach unten abtauchen. Also sowas kommt hier durchaus immer wieder vor. Und ich erzähle euch nichts Neues, wenn ihr hier so die Bewegung angeguckt habt, die wir hier hatten. Nervosität ist selbst bei den Blue Chips in Amerika durchaus gegeben. Schauen wir auf den S&P 500. Der ist ebenfalls, ja, zumindest mal jetzt aktuell nicht gerade bärisch hier, was das angeht, unterwegs. Aber ich muss gestehen, ich bin da noch uneinheitlich. Ich würde hier vorsichtshalber mich erst nochmal zurückhalten. Nein, nicht nur ich werde mich in diesem Bild hier zurückhalten. Und wenn, dann auf den kleineren Zeitebenen gucken, ob man was machen kann. Im 5-Minuten-Chart beispielsweise. Sobald wir irgendwie was Wackeliges haben, kann auch im Minutenchart sein. Aber ich brauche dann schon irgendwie Schub und wackelig in die eine Richtung. Das ist mir im Moment hier noch zu wenig. Also ihr seht, die Märkte da, was das angeht, noch nicht entschieden. Ich weiß, viele sagen, ja, du musst dich doch festlegen, du bist doch Händler. Nein, nein, genau das ist es. Ich muss mich nicht festlegen. Nur wenn ich mich festlege, dann sollte es idealerweise für Geld sorgen und nicht für Geldsorgen sorgen. Also insofern, wenn ich mich festlege, dann klar. Aber im Moment ist das nicht so ein wunderschönes Bild. Der Nasdaq hingegen eigentlich in die andere Richtung. Cool, nämlich mit der scharfen Abwärtsbewegung hier. Das ist eigentlich was ganz Tolles, denn scharfe Abwärtsbewegungen schreien ja danach, sich fortzusetzen, wenn wir mal was Wackeliges nach oben kriegen. Wir hatten das hier im Kleinen, auch hier vorsichtig Minute. Aber wenn wir das hier auf den etwas größeren Ebenen vielleicht nachher bekämen, das kann ich nicht versprechen, aber wenn, dann hätten wir eigentlich eine ganz gute Chance. Der Nasdaq also mit der schwächste Kandidat, das ist offensichtlich unverändert zu dem, was wir jüngst jetzt miterlebt haben, dass der Markt da, was das angeht, nicht optimal unterwegs ist. So, vielleicht als Abschluss nochmal ein Blick auf die Zinsen, denn die sind zumindest mal ein bisschen wieder mal im Aufwind. Es ist grenzwertig, was die Überschneidungen hier angeht, wenn man hier mal so die gleich großen anguckt. Wir gucken das mal, also hier und da. Das ist schon noch in Ordnung. Also ich denke mal, Aufwärtsrichtung ist im Moment hier jetzt nochmal gegeben. Und das ist vielleicht der große Hoffnungsstreifen am Horizont. Wenn die Treasuries steigen, sinken die Zinserträge und das ist vielleicht etwas weniger Druck auf die Märkte. Und natürlich auch für das Rebalancing, was ja am Ende des Monats ansteht, wonach Fonds gegebenenfalls Aktien verkaufen müssen, um sich ein bisschen mehr Treasuries reinzulegen, Staatsanleihen eben als Ausgleich, damit sie ihre Gewichtung wieder beibehalten. Also auch das könnte ein bisschen Druck von den Märkten nehmen, wenn die Kurse hier so langsam aber sicher mal nach oben kommen. So, in diesem Sinne drücke ich euch jetzt die Daumen. Wenn ihr mehr sehen wollt von den Märkten, mehr, was wir so aktiv machen, dann meldet euch an bei Born for Trading. Und da kriegt ihr viele, viele Hinweise, was für uns gerade so en vogue ist. Wenn ihr den Trade des Tages haben wollt, auch anmelden. Wenn immer wir da was sehen, kriegt ihr eine Information. Es ist kostenfrei, also ihr habt nichts zu verlieren. Aber wenn wir da was sehen, dann kriegt ihr eine Info. Hey, das ist unser
Trade, den wir mit unseren konkreten Marken da vorstellen wollen. In diesem Sinne euch alles Gute und ganz liebe Grüße.